Para pemirsa berbahagia, salam jumpa di acara hari ini. Nama saya Angela dari Indonesia yang hijau dan subur. Kami orang Indonesia menghargai komitmen Anda untuk melindungi anggota komunitas yang rentan. Christina von Drayen adalah gadis berusia 17 tahun dari Toggenburg, Swiss, yang sejak lahir memiliki kesadaran yang sangat luas. Christina memiliki banyak kemampuan paranormal seperti persepsi multidimensional, penglihatan aura, meramal, telepati, telekinesis, komunikasi dunia lain, serta komunikasi dengan hewan dan tumbuhan. Di episode terakhir kami, kita belajar bahwa di usia baru 17 tahun, Christina telah berevolusi sangat tinggi. Hari ini, dia akan memberitahu kita dari mana jiwanya berasal dan apa misi hidupnya di bumi. Christina, weißt du, aus welchem Universum du kommst? Ich würde dem jetzt nicht Universum sagen. Ich komme aus der Nachbarschaft. Also jetzt kosmisch gesehen. Ja. Aus der Sonne. Aus der Sonne. Also dort sind alle Wesen, sind so menschlich, also man sieht die menschliche Form vom Körper her. Aber es ist wie der ganze Körper, als würde der ganze Körper aus fließendem Licht bestehen. Ja. So goldenem fließendem Licht. Ja. Dort sind alle so, also wirklich ja wie die Sonne. Ja. Und warum bist du ausgerechnet hier auf diese Erde gekommen? Das hat mehrere Gründe. Also wir haben ja alle eine Aufgabe. Ja. Und ich habe eine Aufgabe, die teile ich mit anderen Seelen. Und dann habe ich eine Aufgabe, die, bei der bin ich wie allein und habe von außen Unterstützung. Also siehe sie zum Beispiel. Ja. Und die Aufgabe, die ich mit anderen teile, das hat etwas mit den neuen Kindern zu tun. Mhm. Dass die einfach wieder den Raum bekommen, den sie verdient haben. Den haben sie ja jetzt nicht, dass man ihnen den wieder gibt. Mhm. Und da bin ich nicht alleine dafür zuständig. Da habe ich schon lauter andere Seelen getroffen, wo wir alle genau in diesem Bereich die Aufgabe haben und uns so gegenseitig unterstützen. Mhm. Es gibt wie nicht diese, okay, eine Seele hat die Aufgabe übernommen und andere helfen einfach, sondern mehrere Seelen haben diese Aufgabe gleich fest, sag ich jetzt mal, übernommen. Und dann gibt es noch eine Aufgabe bei der, die ich übernommen habe. Welche ist das? Das hat etwas mit der inneren Erde zu tun. Ah, schön. Und da gibt es ja auch viele verschiedene Zivilisationen. Und wenn ich jetzt von der inneren Erde spreche, in Bezug auf meine Aufgabe, dann ist es größtenteils Agatha, das Agatha-Netzwerk. Und bei dieser Aufgabe habe ich die übernommen. Und dann habe ich Unterstützung von Leuten, sie eben zum Beispiel. Und was in dieser Aufgabe ist, bevor ich inkarniert bin, habe ich ja meinen Seelenplan gemacht, also die Stationen. Und dann kam ich bei so einer Station an und habe gemerkt, also eigentlich bräuchte ich dort Hilfe. Und dann habe ich so wie nachgefragt, wer kommt. Dann kam niemand, also alle sagten, nein, das machen sie sicher nicht. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, aber ich brauche trotzdem irgendjemanden. Mhm. Und dann habe ich selbst geschickt. Also meine Seele hat dann einfach noch so eine Inkarnation gemacht, die jetzt auch ist. Weil, ja, da muss man sich mir selbst helfen. Darf ich zwischenfragen? Das heißt, du hast dich selbst, also deine Seele hat sich nochmal in einem anderen Körper inkarniert. Ja. Und weißt du, wer dieser andere Mensch ist? Ich habe gewissen seelischen Kontakt, also ich weiß, wo sie wohnt. Mhm. Aber ich weiß jetzt, ich habe sie in 3D, habe ich sie noch nicht getroffen. Mhm. Ist also wie dieses, du gehst astral hin und machst Austausch, aber nicht in 3D. Mhm.
Aber das ist wie eingeplant, dass wir uns in 3D treffen, weil die Aufgabe von ihr und die Aufgabe von mir eigentlich genau das Gleiche ist. Mhm. Weil wir ja auch die gleiche Seele sind. Nur wir fanden, irgendwie müssen wir uns gegenseitig mehr unterstützen, aber ich kann da niemand und dann gut, ja, helfe ich mir selbst. Mhm. Aber der Sinn, warum wir uns treffen, ist eigentlich genau der gleiche, das hat auch mit der Agatha zu tun. Sementara Christina ungkapkan bahwa satu jiwa dapat berinkarnasi menjadi dua tubuh yang berbeda di bumi. Dia menjelaskan lebih jauh bahwa juga mungkin untuk dua jiwa berinkarnasi ke dalam tubuh yang sama. Habt ihr euch vorher auch schon mal irgendwie getroffen? Seid ihr schon begegnet? Euch begegnet? Ja, wir waren anscheinend schon mal also im selben Körper. Den Namen nicht sagen. Nee, ja, aber wir waren im letzten Jahrhundert im einen und denselben Körper. Also einer Seele ist ja möglich, wenn sie in einem Körper inkarniert, ja, dass sie nicht alleine ist. Mhm. Das sind andere Seelen, die haben sich natürlich vorab gesprochen, dass sie dann sagen, ja, wir gehen jetzt zusammen in den gleichen Körper. Mhm. Und heute ist für mich klar, die Person, wie sie damals gelebt hat, auch weltweit gewirkt hat, mhm, war wie eine Vorbereitung eigentlich auf diese Inkarnation. Das ist mir ganz klar jetzt heute, ja, wenn man die Person so, die Biografie sieht, haben wir beide also Erfahrungen. Ich bin schon zusammen gemacht, aber ich bin bei der Inkarnation immer der Ansicht, dass sie dort mich gemacht hat. Okay. Das ist wie so. In der früheren. Ja, genau, so, genau. Mhm. Und wie sie auch gesagt hat, es ist Vorbereitung, unsere gesamte Vergangenheit, unabhängig davon, ob dieses Leben oder jetzt ein vergangenes, das ist die Vorbereitung auf einen bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und bei mir ist die Vorbereitung noch nicht abgeschlossen, also alles, was ich auch jetzt erlebe oder in den letzten Wochen, Monaten erlebt habe, ist nur Vorbereitung. Auf was? Das sage ich jetzt nicht. Aber das ist Vorbereitung auf das, was kommt. Und auch bei ihr ist das Vorbereitung auf etwas anderes, was kommt. Das ist eigentlich bei jeder Person so. Nur der Grund, also auf was du vorbereitet wirst, das ist verschieden. Mhm. Das hängt ab, wo du durchgehst. Ist das eine Vorbereitung jetzt auf dieses Leben hier, auf dieses materielle Leben oder auf die spirituelle Entwicklung? Auf eine Situation oder auf ein Erlebnis, das noch in diesem 3D-Leben eigentlich kommt. Und da gibt es wie auch mehrere Vorbereitungspunkte, aber einfach der am nächsten ist in 3D. Mhm. Ja, und ich denke, es ist nicht eine Vorbereitung auf eine individuelle Aufgabe, es ist eine Vorbereitung auf eine größere Wir-Aufgabe. Mhm. Ja, nicht nur für meine Seele, es ist ein großes Netz, das da entsteht und die Aufgabe ist, sieht sich nicht nur auf unsere persönliche, sondern sie ist verbunden. Ja. Sungguh saat yang menyenangkan berada di sini, di bumi. Kami akan luangkan waktu untuk bersyukur kepada yang ilahi atas perubahan positif yang indah ini, yang sedang terjadi di dunia kita. Kami akan segera kembali. Selamat datang kembali di Christina von Drayen, anak evolusioner zaman baru. Saat kami melanjutkan wawancara kami dengan Christina dan ibunya, Christina menjelaskan bahwa dia datang ke bumi dengan misi sangat baik yang sudah ditentukan.
Du hast ja geschrieben in deinem Buch, dass du also auch hier bist auf der Erde, um ja Licht und Liebe letztendlich zu verbreiten, ne? Oder ja, dass die nicht nur zu verbreiten, sondern dass die Menschen das auch wieder in sich selbst entdecken und entfalten. Dass sie eine Zurückerinnerung erfahren. Ja. Das ist ja, das suchen die Leute ja eigentlich, wenn sie spirituell irgendwo unterwegs sind. Ja. Sie wissen, bewusst oder unbewusst, irgendwo in uns hat es etwas, aber wir sind noch nicht dort. Wir müssen uns einfach zurückerinnern. Und so jede Person, die spirituell irgendwie tätig ist, hat ja wie auch die Aufgabe, diese Zurückerinnerung in Menschen zu bewirken. Mhm. Auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. Und das ist auch so ein Teil. Ich habe nicht die ganze Aufgabe übernommen, ich habe ein Stückchen übernommen. Mhm. Und dann hat noch jemand ein Stückchen übernommen, noch jemand. Mhm. Da gibt es ja Tausende und Millionen, die in diesem Punkt ein Stückchen übernommen haben. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Was können die Menschen selber tun, um dieses Licht zu entfalten, diese Liebe? Geht das durch Meditation oder? Ja. Das kann durch Meditation gehen. Es geht ja eigentlich um Schwingungserhöhung, oder? Um die Frequenz von unserem Körper zu erhöhen. Wenn du deine Schwingung erhöhst, erfährst du jedes Mal einen Perspektivenwechsel auf die Situation. Mhm. Wenn du in einer Situation bist, das Beispiel, die du als Problem ansiehst, und du drehst deine Schwingung nach oben, dann siehst du, dass das gar kein Problem mehr. Mhm. Die Situation an sich hat sich nicht geändert, aber deine Perspektive drauf. Mhm. Und Bewusstseinsentwicklung ist ja das, du änderst deine Perspektive auf etwas. Mhm. Zuerst hatten die Leute vor allem Angst und Sorgen, und irgendwann macht es Klick und dann gehen sie zurück in dieses Urvertrauen. Und das ist ja Perspektivenwechsel. Die Situationen haben sich nicht geändert, aber die Menschen. Und dadurch ändern sich dann auch die Situationen, weil der Umgang damit ist einfach nicht mehr der gleiche. Und darum ist auch beim Lichtentfalten, eigentlich ist jeder von uns ein Licht, das genau gleich groß leuchtet wie das andere. Niemand hat mehr Licht oder weniger. Der Grund, warum die Leute finden ja, die Person hat mehr Licht oder die weniger, ist ja der, die Person, die mehr Licht hat, richtet einen größeren Teil von ihrem Bewusstsein auf dieses Licht. Mhm. Und die andere Person einfach ein kleines Stück weniger. Mhm. Aber das ist wie eine Illusion eigentlich, weil wir alle gleich viel wert sind. Aber das ist auch etwas, das verstehen die Leute mit diesem Perspektivenwechsel, wenn sie ihre Schwingung erhöhen. Und Meditation, das ist eine Möglichkeit, die Schwingung zu erhöhen. Untuk informasi lebih lanjut tentang Christina von Dryen, silakan kunjungi christinavondryen.ch/. Bukunya Christina, The Vision of the Good, tersedia di amazon.com. Pemirsa terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini di bagian 2 dari Christina von Dryen, Anak Evolusioner Zaman Baru.